Ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen zurück. Liebe Freunde, zu einer weiteren abgedrehten Folge Surviving Mars. Wir sehen hier, dass wir ziemliches Chaos angerichtet haben. Also wir haben die beiden Kuppeln miteinander verbunden, dann haben wir diese beiden miteinander verbunden. Wir haben versucht, hier das Feld nicht zu verschwenden. Ja, hier musste was wegfallen. Da können wir jetzt wieder diesen Kindergarten oder was wir da hatten hinbauen. Spielplatz, glaube ich. Den hatte ich hier irgendwo hingesetzt. So. Den lassen wir auch mal da. Wenn die Kuppel fertig ist hier, dann können die auch hier arbeiten, da arbeiten, wohnen, egal wo. Ist egal. Jetzt gucken wir mal, ob wir genug Wohnräume haben hier. Also hier nicht genug Strom. Klar, weil hier unten das Kabel noch nicht fertig ist, aber es wird ja gerade fertig gemacht. So, wer baut das denn? Haben die dann? Ja, die können das machen. Okay, Strom haben die jetzt da, ne? Ja, Strom haben die jetzt da. Okay. Shuttle schwer beladen. Drohne schwer beladen. Aha, warum? Repariert, ne? Wo fliegt die denn hin? Ach, fliegt da hin? Ist ja witzig. Cool, die. Mit dem hier kaputt, oder? Lagerraum ist voll. Lagerraum ist voll. Blöd. Brauchen wir jetzt erstmal so ein. So ein Betonlager. Resources are low. Okay, dann können wir den hier abreißen. Wenn jetzt alles aufgebaut ist. Achso, jetzt weiß ich auch, wie man die Kabel da vernichtet. So, den können wir dann auch. Na ja, gut, man lernt ja dazu, ne? Man lernt ja dazu. Unglaublich, mein Mikro läuft auch gerade. Bei der anderen Aufnahme ist das verschwunden. Einfach furchtbar. Aber naja, sowas passiert halt. So, hier, das können wir einfach so wegklipsen. Guck mal, zack. Zack. Ne? Das ist ja. Unten sind hier, glaube ich, alle jetzt hier noch, ja. Das heißt, ich kann jetzt hier versuchen, neuen Betonextraktor hinzusetzen. Hier sind ja noch Vorkommen. Ja, guck mal, dann bauen wir den hier hin. Kann er da die restlichen Ressourcen abbauen. Und dann kriegt er ein neues Stromkabel von hier. Darüber. So, okay. So, wie sieht's hier mit unserem. Ach ja, Transportband aus. Gut. Sieht's aus, ne? Es läuft. Super, und das läuft auch. So, super, cool. Mhm. Ja, und das hier ist noch nicht ganz fertig. Wir brauchen noch Beton. Wie sieht's denn hier aus? Dann können wir mal. Hier ist noch Beton. Was ist das? Die sind voll. Wahrscheinlich, ja. Total voll. Dann fliegen die wieder überall rum. Bisschen ärgerlich, dass das dann überall rumfliegt. So. Wollen die vielleicht ein bisschen entrümpeln hier. Vielleicht verschwindet das dann auch. Weiß ich nicht so genau. Ne? So, der Erkunder, der kann meinetwegen wieder hier zurückfahren irgendwie. Achso,
diese Rampe, ja genau, jetzt weiß ich, wofür die Rampen da sind. Das habe ich eben nicht verstanden. Die Rampen hier sind dafür da, diese Dinger hier wahrscheinlich zu überbrücken, oder? Lass mal gucken, wenn man das so macht. Ja, ne, da können die dann drüber fahren, zack. Damit die hier weiter rüberfahren können. Hier kann man nicht, oder? Kann man da auch rüberfahren? Können wir auch mal ausprobieren. Ach, mal rüberfahren hier. Geht das? Nee, das ist... Das geht nicht. Aber die sind wahrscheinlich zu nah aneinander. Ist aber nicht so schlimm. So, jetzt müssten sich eigentlich diese ganzen Probleme lösen, dass Arbeitskräfte sich woanders auch wohnen können. Die können dann hier wohnen und hier arbeiten und so weiter. Wunderbar. Kuppeln miteinander verbunden. Wie schön. So, was haben wir denn? Also, hier haben wir ein Lebensmittelgeschäft. Hier haben wir einen dämlichen Brunnen. Und Kunstladen. Ein Elektronikladen. Da arbeiten sogar Leute. Hier wohnen 14. Da wohnen ebenfalls 14 Leute. Hier wohnen auch 14. Da wohnen auch 14. Hier wohnen auch 14. Und ich habe das Gefühl, ich brauche mehr Wohnraum. Naja, und hier, warum braucht das nicht gebaut, der Mist? Weil da Beton fehlt. Habe ich keinen Beton mehr? Jetzt gucken wir mal nach meinen Ressourcen. Hallo. Ich immer scrollen, das nervt. Beton habe ich ohne Ende. Wieso kommt das nicht in Gang hier? Kacker. Ja, Kacker. Kacker du. Vielleicht, weil jetzt hier dieser Übergang noch nicht da ist. Kann natürlich auch sein. Aber das ist ja an der Mache, ne? Dieser Übergang hier. Da fehlt ja auch Beton, haben wir fast am Start, was wir brauchen. Okay, das läuft auch. Die können aber jetzt nicht mehr hier rüberfahren, weil die diesen Übergang brauchen. So. Jetzt ist der Übergang fertig. Jetzt müssten die Drohnen da auch drüber sausen können. Da rennt irgendwie so ein Arbeiter. Research rennt hier durch. Prima, das funktioniert. Hier gibt's was zu essen. Und hier in der Kuppel haben wir wie viel? 17 von 3 Arbeitsplätze. 11 Obdachlose, 3. Wie viele Obdachlose haben wir denn hier? Obdachlose. Arbeitsplätze haben wir hier ohne Ende. Obdachlos einer. Ja, wir brauchen dringend dieses Ding. Stromversorgung hier ist okay. Wir können ja da drüber wegfahren, ne? Ja, das ist okay. So, dann bleibt mal hier stehen. Wie viel haben wir denn hier noch drin in dem Teil? Grüne und... Ah, siehst du, jetzt laufen die hier die Drohnen rüber und schon funktioniert das Ganze ein bisschen besser. Wahrscheinlich, weil die da sonst irgendwo rüber laufen mussten. Ne? Nur noch ein paar Drohnen bauen eigentlich. Warum nicht? Brauchen wir noch 5 Drohnen oder so? Wie viel kann ich denn bauen? 2 noch. Na gut. Ah, ist ja auch okay. Kann die wegfliegen? Nein, die auch nicht. Nein, die auch nicht. Das Ding muss gewartet werden. Das muss auch gewartet werden. Und das auch dringend. Auch nicht. So. Ja. Ach, guck mal an. Jetzt haben wir hier auch dieses blöde... es wurde gerade gebaut. Endlich. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Nehme ich mal entspannt zurück und schaue zu, wie das letzte Wohnquartier, was ich da geplant hatte, gebaut wird. Lass mich schauen, was ist das denn hier? Was kann man da machen? Skin wechseln. Umbenennen? Nö, brauche ich jetzt nicht.
Zwei Wohnplätze haben wir 11. Den hier. 22. Arbeitsplätze 22. So.